Dorfer für die CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, in der heutigen Debatte befassen wir uns mit dem Regierungsentwurf eines Gesetzes für schnellere Termine und eine bessere Versorgung in Deutschland. Ich möchte hier schon einmal die Grundsätzlichkeiten dieses Gesetzesentwurfs herausstellen und ich möchte vorab einfach klarstellen, wir schätzen die ärztlichen und die medizinischen Berufe und wollen dieses System verbessern, zukunftsfähig machen und nicht irgendjemand anprangern, gängeln oder sonst irgendetwas. Ich möchte aber auch klarstellen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und es wird ja hier immer wieder so angedeutet, das Thema Bürgerversicherung. Es ist hier kein Einstieg in eine Bürgerversicherung, sondern es sind Zukunftsmaßnahmen in einem System, dass wir hier zu einer gerechten Lösung kommen. Diese Verbesserung der Situation von gesetzlich Versicherten war überfällig und deshalb haben wir hier einen Plan und einen Vorschlag. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass aus meiner Sicht dieses Gesetz der richtige Ansatzpunkt sein kann, um den Alltagsproblemen der Menschen entgegenzukommen. Und es ist doch kein Widerspruch, dass man versucht, für gesetzlich Versicherte hier einen Vorteil und eine Verbesserung zu schaffen, ohne dass man sofort diesen ganzen medizinischen Betrieb hier gegen sich aufbringt. Und ich finde das auch nicht negativ, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir hergehen und hier einen Vorschlag präsentieren, den wir jetzt mit aller fachlicher Expertise auch diskutieren. Das ist doch notwendig und ich glaube, das zeichnet auch eine gute und lebendige Demokratie aus. Wir haben einen Grundsatz und dieser Grundsatz lautet, wer mehr und zusätzlich leistet, soll auch dafür vergütet werden. Das ist anständig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es wurde ja vorher auch schon angesprochen, diese einzelnen Verbesserungen. Sie kennen das ganze Jahr. Und ich möchte hier auch noch mal diesen eigenen Kinderwunsch herausstellen, der von meinen Vorrednern hier auch gebracht worden ist. Herr Dr. Ullmann, das ist doch eine Schließung einer Lücke, die wir aktuell hatten. Und ich denke auch, dass man in diesem parlamentarischen Prozess Ihre berechtigt oder unberechtigten Punkte. Ich habe es so nicht gesehen, ich sage das ganz ehrlich, aber ich nehme natürlich Ihre Auffassung hier auch zur Kenntnis. Lassen Sie uns das doch diskutieren. Und ich möchte hier auch noch mal unterstreichen, und verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie werden das doch auch bekommen haben, dass wir bei den Kinder- und Jugendärzten, die sich natürlich hier auch bei uns in einer hohen Kollege Irzdorfer, ich habe die Uhr angehalten und frage Sie, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Schinnenburg zulassen. Bitte, gerne. Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Stellen Sie sich bitte mal einen Moment, Sie hatten ja gesagt, Sie wollen ein Gesetz machen, das den Menschen nützt. Stellen Sie sich einen Moment vor, ein enger Verwandter von Ihnen hat ein psychisches Problem. Was sagen Sie dem, wenn der nun hört, ab 1. April kann er nicht direkt zu einer Therapie gehen, sondern muss sich erst einem Dritten offenbaren? Wie können Sie das verantworten? Herr Kollege, ich habe das so nicht wahrgenommen. Wenn Sie das so wahrnehmen, und ich kenne diese Briefe auch, die ich natürlich ebenfalls bekomme, dann ist es doch unsere Aufgabe als Parlamentarier, dass, wenn wir der Meinung sind, das, was hier in diesem Gesetz verankert ist und so, wie es da drin steht, wenn wir der Meinung sind, das ist richtig und das ist notwendig, oder es gibt hier auch von der Formulierung her Ungereimtheiten, dann ist doch der parlamentarische Prozess dafür da, dass wir diese Dinge von mir aus auch von der Formulierung her noch mal klarstellen. Aber das sind Dinge, die können wir als Politiker doch im Endeffekt zurechtzurren. Und deshalb müssen wir mit den Menschen reden, müssen diese Einwände ernst nehmen und dementsprechend behandeln. Ich möchte hier noch mal unterstreichen, dass diese Einwände, die aus der Ärzteschaft kommen, dass diese Einwände, die aus der Bürgerschaft und aus den Betroffenen kommen, dass wir die nicht einfach ad acta legen, sondern dass wir deshalb im parlamentarischen Verfahren und natürlich auch in der Anhörung sehr genau diesen Dialog führen werden.
Und wir haben kein Interesse, irgendetwas hier auf die Piste zu bringen, zur reinen Selbstdarstellung, das dann den Menschen nicht weiterhilft. Das ist diese Unterstellung, die in dieser Debatte mitschwingt, und die stört mich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und, aber es schwingt mit, Frau Kollegin. Und deshalb, glaube ich, ist es unsere vorderste Aufgabe, ein gutes Grundlagenpapier, das wir haben, und ich sage es ausdrücklich, ich danke dem Minister dafür, und ich danke auch dafür dem Ministerium, dass wir hier ein ordentliches Papier haben, das die Diskussionsgrundlage für die nächsten Monate sein wird. Und ich kann nur alle parteiübergreifend hier dazu bitten, diesen Prozess zu unterstützen, ihn aufrecht und ehrlich zu führen. Und ich hoffe, das wird uns auch gelingen. Und wir werden dann ein ordentliches Gesetz verabschieden. In diesem Sinne herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun die Abgeordnete Bettina Müller das Wort.